Die Eintracht ist wieder da. Nach 5 Wochen Urlaub stand beim Euroleague-Teilnehmer am Mittwoch das erste Training auf dem Programm. Trainer Armin Fee und seine Spieler traten gut erholt ihren Dienst an, auch wenn die Planungen für die neue Saison bei den Eintracht-Verantwortlichen natürlich auch im Urlaub Thema waren. Ja, als Trainer bist du nicht, kannst du nicht ganz abschalten. Das schafft, glaube ich, kein Trainer auch im Urlaub nicht. Also, das schaffe ich nicht. Also ein paar Tage natürlich immer, aber zwischendrin denkst du immer, wie die neue Saison dann wird. 3 Spieler hat die Eintracht mit Jan Rosenthal, Johannes Flum und Ersatztorhüter Felix Wiedwald bislang verpflichtet. Bis zu 4 weitere Neuzugänge will der Tabellensechste der vergangenen Saison noch holen. Dass es mit dem lange ersehnten Stürmer bislang noch nichts geworden ist, nahm Trainer Fee beim Trainingsstart noch relativ gelassen. Also wir haben ja nicht so viel Geld zur Verfügung und können uns nicht vergleichen mit anderen großen Clubs. Aber wichtig natürlich ist auch, muss man ja auch sagen, dass wir unsere Mannschaft auch gehalten haben. Das ist ja auch nicht, wir haben ja schon Spieler dabei, die ja eben auch hätten raus können aus ihrem Vertrag und sind alle geblieben. Das ist eigentlich mal richtig großer Erfolg. Vor allem spricht das auch für die Spieler, die sich wirklich auch, und das kann man nicht als Plattitüde abtun, sondern die sich auch mit dem Herz entschieden haben, dann hier zu bleiben. Zu dem sehr schweren Auftaktprogramm in der Bundesliga mit den Heimspielen gegen die Bayern und Dortmund kommt für die Eintracht die Doppelbelastung durch den Europacup. Ja, es wird natürlich wahnsinnig anstrengend, so eine Saison zu wiederholen, aber ja, wir haben jetzt noch kein konkretes Ziel ausgegeben, das denke ich noch zu früh, um sowas zu formulieren, aber wir hoffen einfach, dass wir diese geschlossene Einheit, die Eintracht eben und diesen guten Fußball, den Frankfurt gespielt hat letztes Jahr, auch mit weiter gestalten zu können. Wir haben uns das alle gewünscht, wir haben alle darauf hingearbeitet, dass wir eben das schaffen, dann Sechster zu werden. Da brauchen wir auch nicht jammern, wenn wir eine größere Belastung haben, auch wenn es dann sicher nicht einfacher wird, aber wir werden nicht jammern, das tun wir nicht. Auch in der kommenden Saison können die Frankfurter mit Marco Rus planen. Der Innenverteidiger, der nach seiner Rückkehr aus Wolfsburg bislang nur ausgeliehen war, unterschrieb bei der Eintracht einen neuen 3-Jahres-Vertrag. Das war für mich auch der größte Wunsch, dass ich von Anfang an dabei bin und nicht erst irgendwie Wochen später oder Tage später, sondern von Anfang an. Und das hat gut geklappt und von daher bin ich froh. Wenn ich die Vorbereitung so durchziehe, wie ich die letzten Wochen durchgezogen habe, dann wird es schwer, an mir vorbeizukommen. Und ja, das ist natürlich mein Ziel. Ich habe hier jahrelang meine 30 Spiele die Saison gemacht und das ist mein Ziel diese Saison. Am Sonntag fährt die Eintracht ins erste Trainingslager nach Österreich. Das erste Testspiel in Hessen findet am 10. Juli in Flieden statt.